Hallo! Hallöchen! Das ist immer, wenn hier jemand da ist, das ist danach für mich immer was ganz Neues. Ne? Heute ist ein bisschen speziellere Woche, denn heute hat der, oder diese Woche besucht mich der Fabio mal. Der begleitet mich diese Woche so ein bisschen. Und wir werden ein bisschen was in der Werkstatt bauen. Und weil ich dir einmal alles zeigen wollte und weil das dann vielleicht gerade cool kombinieren könnte, machen wir eine Werkstatttour. Du bekommst gleich die Kamera und kannst einfach, wenn wir so ein bisschen durch die Werkstatt gehen, so ein paar Fragen stellen. Ich wollte schon immer mal Kamerakind sein. Wir sind jetzt hier in der 100 Quadratmeter großen Schreinerei. Die Werkstatt ist insgesamt 300 Quadratmeter groß. Neben ist noch ein Räumchen, der ist 200 Quadratmeter groß. Und ich würde sagen, da fangen wir an, dass wir immer so die Struktur beibehalten. Was halt cool ist, und am Anfang, als ich hier in die Werkstatt eingezogen bin, hatte ich eigentlich den Gedanken, dass alle Holzmaschinen hier in dem Raum drin sind, weil ich dann einen Staubraum habe und im Nebenraum nicht so die Staubentwicklung habe. Das ist aber dann nicht ganz aufgegangen, weil hier der Raum sonst viel zu klein wäre und viel Platz sonst gar nicht genutzt werden würde. Deswegen hat sich das von der letzten Werkstatttour eigentlich alles komplett verändert. Also es hat, ich habe ungefähr für dich als Info, guck mal hinter dich, da hat die Pendelsäge gestanden. Genau da. Da habe ich sie fest gebaut, die war schon fest, deswegen ist hier noch eine Stolpergefahr und da habe ich sie nochmal komplett abgebaut und jetzt steht sie hinne. Komm mal mit! Hier war ganz am Anfang, hatte ich im ersten Video gesagt, dass hier die Brikettpresse steht. Die steht aber mittlerweile genau in der anderen Ecke. Der Gedanke damals war, ich fahre rückwärts mit dem Anhänger rein, kann die Briketts reinkippen, aber jetzt steht sie doch woanders. Das hier wurde jetzt so der Metallbereich. Was sich auch eigentlich ganz gut herausgestellt hat, weil wenn man irgendwie was Verzinktes schweißt, dann kann man das Tor aufmachen und dann zieht auch einfach so die ganze Luft ein bisschen raus. Das ist nicht verkehrt. Was ist das denn eigentlich? Das hier? Ja. Das ist so eine meiner Leidenschaften, alte Maschinen. Das ist eine Bandsäge-Bandschärfmaschine. Ach krass. Das ist ultra schwer, die zu benutzen. Ja, das ist halt alles mechanisch. Guck mal da oben rein. Das ist das bewegt sich halt alles. Du hast ja bei so einem Sägeband immer eine verschiedene Zahnteilung, eine verschiedene, ja, es ist alles anders bei jedem Sägeband. Deswegen hat man hier 1, 2, 3, 4, 5 Einstellungsmöglichkeiten. Und wenn man da anfängt, tut ein Bandsägeband zu schärfen, dann macht man eigentlich das erste Band immer kaputt, weil die dann nicht schnell genug nach oben ziehen, dann fetzt es immer den ersten Zahn weg. Deswegen ist die eigentlich nur für mein Sägewerk. Deswegen habe ich die damals gekauft. Ja, ja. Das ist ganz cool. Vorher war es immer Küchghetto, weil da war einfach so ein Sägebock und auf dem Kühlschrank hat dann alles aufgelegen. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Hier der Kühlschrank, die Küche, habe ich irgendwo bei der Planung oder beim Bau sind 3 cm an der Höhe verloren gegangen. Das heißt, ich habe mit dem Vater dann hier oben die Kunststoffabdeckung weggemacht. Mhm. Wir mussten den Scharnierhalter so ein bisschen gerade klopfen. Und das Scharnier mussten wir durch den Korpus hier oben festschrauben, weil das, also es passt gerade so rein, ne? Also der ist, den kannst du nicht bewegen, weil der so fest da drin ist. Ja, ich habe mal damals bei der Werkstatt so gedacht, ich will mich nicht mehr so kaputt machen, gerade mit den großen, schweren Bohlen. Deswegen ist so das Massivholzlager hier. Da kann ich vom Stapler drunter fahren, deswegen sind auch überall Latten dazwischen, weil ich kann mit den Zinken auch bei den dünnen Leisten dazwischen fahren. Und wenn größere Stapel dazwischen sind, dann sind das solche gebündelten Pakete, die irgendwie zusammengehören. Oben, das ist nämlich alles Eurokirche und die gehören zu einem Projekt größtenteils. Und ist geil. Ich kann mit dem Stapler beifahren und kann dann theoretisch nämlich auch schon zur nächsten Maschine, die jetzt hier nämlich steht, zur Pendelsäge und kann halt eben alles ablenken. Ich habe nicht gewusst, ob die in meine Werkstatt passt, weil das war ultra eng und die hat so voll mitten in den Raum gestanden dann. Was genau ist jetzt der Vorteil fernab von der langen Auflage zu einer normalen Kappsäge? Die kann eigentlich nur in Sach ziemlich schnell ziemlich große Bohlen ablenken. Und Aha. Das kann sie halt sehr gut. Die ist nicht für genaue Schnitte, die ist wirklich nur... Und ist auch von der Tiefe nochmal viel tiefer als eine Kappsäge. Ja, ohne... Also die fetzt schon, das werden wir auch heute noch sehen, weil wir werden heute ein paar Schneidebretter machen. Da hinten so die Bohlen, die großen, die kann ich hier drauf legen und kann ich wirklich Gas geben. Also das ist quasi eine Produktionsstraße. Ja, was das Coole ist, eine Kappsäge macht man immer im Gegenlauf. Man zieht sie raus und geht dann im Gegenlauf nach hinten. Ne? Ja. Die ist im Gleichlauf. Mhm. Und als ich die das erste Mal benutzt habe, habe ich gedacht, die greift sich doch jetzt bestimmt und dann macht sie immer zu. Aber es ist voll gut, ist richtig gut. Das hier ist so ein bisschen mein Plattenbearbeitungscenter. Der Anleimer ist neu, der hat so viel Problemchen, also da muss man so viel einstellen. Ich habe allein 2 Tage an dem ungefähr rumgeschraubt, weil der so viele Problemchen hat.
Das ist der helle Wahnsinn. Aber warum Plattenbearbeitungszentrum? Weil die Maschine hier, die gehöre eigentlich so ein bisschen zusammen, weil mit der kann man ein Loch reinbohren, das heißt für die Regalböden, diese Lochreihen kannst du hier mit bohren. Da hast du dann immer direkt vier Löcher, hast hier der Abstandssystem und kannst super easy die Teile bohren. Deswegen auch der Frästisch hier, weil der macht hier auch tatsächlich Sinn, weil ich fräse nicht so viel damit. Ich habe noch nie was mitgefräst tatsächlich. aber wenn man Schubläden macht, dann kann man hier einen Falz oder eine Nuter drauf machen. Und dann kann man mit den Schubladen unten die T-Nuten kann man mit fräsen. Und deswegen macht es hier eigentlich Sinn, dass hier steht. Also dieses eigentlich und dieses man könnte rechtfertigt quasi deine Maschinensucht. Jo, Fabio, den kennst du. Krasser Schrank, ey, wirklich. Wunderschön. Könnte sein, dass der aus einer Apotheke ist, das, oder? Das ist möglich, ne? Vor allen Dingen, dass ich noch einen bekommen habe, ne? Das war eigentlich mehr Glück als, mehr Glück als Verstand. Quasi die Absage eines anderen Interessenten abgestaut. Vor allem das Geile ist, den habe ich ja gekauft. Da bin ich hier noch, da ist gerade die Entscheidung gefallen, dass ich hier doch in die Werkstatt ziehe. Und dann war halt doch Platz. Ja. Und deswegen habe ich ihn abgeholt. Das ist noch ganz cool. Brikettpresse. Späne rein, Briketts raus. Gehen wir hier einmal rum. Das Lager ist, glaube ich, seit der ersten Werkstatttour geblieben. Hier sind Produkte, aber ich habe tatsächlich auf dich noch ein Attentat vor, weil ich würde gern das komplette Lager um 90 Grad drehen. Oh ja, klar. Und dann könnte man gerade noch Lampe hinmachen. Ich habe irgendwann immer so Eingebung, welche ich stehe hier und ich packe so Pakete. Und ich denke mir, ey, es ist eigentlich total dumm, wenn ich hier hin muss, dann muss ich mal komplett außen rum. Und wenn das so wäre, dann könnte man halt direkt zu allen Gängen. Ne? Ja. Aber mal schauen, das ist erstmal nicht so wichtig, sondern das Büro ist erstmal wichtig. Der Fabio ist nämlich diese Woche hier und du wolltest einfach so ein bisschen schauen, was ich so mache, oder? Genau. Können wir welche was? Gib mir mal die Kamera. So. Ich wollte einfach mal ein bisschen zugucken und die ganzen geilen Maschinen abchecken und einfach mal ein bisschen auch was lernen. Man kann immer noch was dazulernen, mal ein bisschen mitmischen und hier richtig Halligalli machen und dann gucken wir mal, was die Woche bringt. Hier sehen wir Philipp Konter, den großen Pflanzenfreund. Boah, ich liebe Pflanzen. Ja. Nur, ey, jetzt willst du, das ist jetzt ein bisschen, ich vergesse es so. Wir werden hier eine Wand eintrennen, da ist ja auch zum Glück heute das Material gekommen. Und da werde ich mit dem Fabio auch heute tatsächlich vielleicht sogar noch anfangen, Fensterrahmen zu bauen, weil ich habe ein paar doppelverglaste Fenster für dich auch mal als Info. Die kommen hier dann überall rein. Und ich kann es dir in dem Video mal sagen, ich plane tatsächlich auch hier oben zwei Oberlichter einzubauen. Weil ich fände es ganz geil, wenn, also ich will die Kreidler hier an die Wand hängen. Wir haben da alle die Kreidler und ich hätte die gerne im Regal, im Büro. Okay. Und mir wäre die Türe auch so groß machen, dass ich mit dem Stapler hier drin fahren kann. Und ich würde gerne die Kreidler auch von draußen sehen. Deswegen müsst ihr aber auch eure Fenster eingebaut kennen. Wir sind in der Holzwerkstatt angekommen. Das hat jetzt tatsächlich, die sieht genau so seit 3 Tagen aus. So ist es im Prinzip fertig. Fertig ist sie ja nie, aber die Verrohrung steht, weil das kann ich euch mal zeigen. Die Absauganlage ist angekommen, die Verrohrung steht jetzt, die ist jetzt auch verlegt. Strom muss noch ein bisschen gemacht werden, weil ihr seht, da hinten fehlen teilweise ein paar Steckdosen. Aber seit genau 3 Tagen sieht es ungefähr so aus wie jetzt. Und jetzt ist mal alles so eigentlich eingerichtet, wie es gut zum Arbeiten ist. Und ich war ein bisschen, wie sagt man, wehleidig. Ich war ein bisschen so die guten alten Zeiten. Und da habe ich mich gerne an meine alte Werkstatt zurückerinnert. Und deswegen habe ich jetzt hier die Werkbank genauso hingestellt, wie sie in der Altwerkstatt gestanden haben. Auf meinen Geburtstag, am 19. Mai, habe ich die Übernahme unterschrieben. Das heißt, wir haben jetzt Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober und November. Wir haben heute 27. November. Vater hat heute Geburtstag. Das heißt, ein halbes Jahr hat es jetzt gebraucht, bis das alles so steht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Und dass sich so viel nochmal hier verschiebt, hätte ich auch nicht gedacht. Die anfängliche Idee, dass hier die Hobelbank steht, mit den Schärfmaschinen habe ich auch verworfen. Da wollte ich ein eigenes Gestell bauen, was man vielleicht auf Rollen rausschieben kann, dass das alles so ein bisschen offen ist. Aber auch dann, wenn ich es nicht brauche, dass das hier feststeht und auch nur dafür benutzt wird. Das muss da noch gemacht werden. Aber es ist jetzt echt eine geile Arbeitsatmosphäre. Ja. Angenommen, du baust ein Schneidbrett. Wie ist so der Bewegungsapparat?
als erstes tatsächlich im Büro, da wird die Bestellung gedruckt. Wir haben ja eine Produktionszeit von 2 bis 10 Tagen oder ich habe eine Produktionszeit von 2 bis 10 Tagen. Bestellung wird ausgedruckt, Länge wird ermittelt, Grobzuschnitt hinten an der Pendelsäge, geht hier rein, halbieren oder besäumen, je nachdem wie breit die Bohle ist, abrichten, Dickte, Längsholz mit dem Breitbandschleifer schleifen, wenn es erforderlich ist, wenn wir Ausrisse im Holz haben. Dann Streifen schneiden, 45 mm, 5 mm Überstand, verleimen, nochmal hobeln, nochmal vielleicht mit Breitbandschleifer schleifen, wenn es erforderlich ist, nochmal Streifen schleifen, wieder verleimen und dann schleifen. So, jetzt an euch, an die Zuschauer. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, komm, dann machen wir eine Werkstatttour, weil jetzt so viel hier drin passiert ist. Das ist nur ein halbes Jahr, aber ich denke, wenn im nächsten halben Jahr nochmal so viel passiert, dass wir da nochmal eine Werkstatttour machen, weil es ist ja, ich mache ehrlicherweise diese Videos mit der Werkstatttour für mich selber auch, weil da kann ich immer gucken, wie hat es ausgesehen. Ne? Das wäre auch die Werkstatttour in der Altwerkstatt, die gucke ich mir noch ganz, ganz selten an und denke, oh, boah, Mann, ich will Scheißdreck angesammelt in meinem Leben, das ist so geil, ich lieb Maschinen. Ich habe ja noch eine Außenfläche, die werde ich euch in der Werkstatttour heute aber nicht zeigen, weil es gerade angefangen hat zu schneien. Deswegen abonniert den Kanal. Hier geht es immer weiter, da gibt es irgendwann auch eine Werkstatttour vom Außenbereich mal, weil da steht der ganze Fuhrpark jetzt. Hast du das Sägewerk draußen gesehen, als du kommst? Ja. Da steht jetzt auch das Sägewerk. Und genau, abonnieren, hier geht es immer weiter. Und Fabio, hast du Kanal? Natürlich, ja, du hast einen YouTube-Kanal und Instagram, ne? Genau, ja. Ja, den packe ich euch in die Videobeschreibung, dann seht ihr noch ein bisschen mehr von Fabio. Da freue ich mich sehr. Tschüss. Ciao.